Heute mal richtig off topic. Ich habe eine Kiste Comics gefunden. Meine Comics, in die ich vor gut 25 Jahren mein Taschengeld investiert habe. Ein paar davon möchte ich mal reinterpretieren. Und als Intro dafür gibt es hier das Cover von Superman und Batman Adventures, Ausgabe 1. Nicht nur die beiden sind zu sehen, sondern gleich das halbe Superhelden-Universum beim Gruppenfoto. In den hinteren Reihen ist die Stimmung gut. Nur er hier hat seine Augentropfen vergessen. Wollte aber unbedingt mit drauf sein, seine Kumpels unterstützen ihn schon, machen sich, glaube ich, etwas Sorgen. Dann haben wir Hawkman, der sich fragt, ob der Typ neben ihm nicht eigentlich zu den Bösen gehört. Und schließlich die Lady von der Bar, die das Ganze hier nochmal fotobombt. Auch zu beachten, Steel, der hier in Grau, überhaupt nicht happy, dass der neue Green Lantern hier direkt vor ihm steht, er selbst kaum zu sehen. Und generell ist die Stimmung bei der Elite, also hier so Reihe 1 und 2, nicht gut. Liegt daran, dass Plastic Man, der mit dem Grinsen, den Neuen dazu angestachelt hat, Superman zu fragen, ob er nur die Pappaufstellerpose drauf hat. Und Kyle, so heißt er, dachte, Superman ist ein cooler Typ, der wird den Spaß schon verstehen, aber no, 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 no. Superman not amused. Also gab es erstmal einen minutenlangen Monolog darüber, dass diese Pose jahrelange Übung erfordert und einzigartig ist. Er beim nächsten Spruch hinter Hawkman steht. Darüber hinaus sehe seine Maske aus wie ein verschissenes grünes Pflaster. Also richtig Einlauf. Aquaman ist in der Zwischenzeit ausgetrocknet und kann sich nicht mehr bewegen. Er hat den anderen schon 100 Mal gesagt, dass er für so einen Fall eine kleine Flasche mit Zerstäuber dabei hat und der eigentlich nur eingesprüht werden muss, aber die anderen checken es mal wieder nicht. Brucey einfach nur genervt. Kryptonit und Gruppenfotos immer dieselbe Scheiße. Kyle hat die Hose voll, Supi total bockig. Flash ist eigentlich nur konzentriert, stellte sich raus, die Kamera hat keinen Selbstauslöser, also musste er das Foto auch selber machen. Und John, ja, John hat von dem Ganzen eigentlich gar nichts mitbekommen, da er jetzt zum 13. Mal die Feuerlöscher in dem Raum zählt, um seine Angst zu bewältigen. Und ja, Diana, Wonder Woman, sucht nach dem Vögelchen, von dem Flash gesprochen hat. Ja, mal gucken, was wir uns für Abenteuer erwarten. Nächstes Mal blätter ich um.